Moin Leute, das hier ist ein gefährliches Video, deswegen wollen wir jetzt schon mal sagen, zieht eure Brillen auf die Brillen, denn das ist nämlich Experimentieren mit Lars und Roman. Es wird gefährlich. Das wird sogar die gefährlichste... Lars? Was ist denn? Mein Gesicht ist behaart. Ist... Das behaarte Gesicht. Heute wird die Folge richtig extremal. Sogar die gefährlichste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Ne? Denn heute handelt es sich nämlich um eine lässige Fanta Exotic. Darf ich einen Schluck haben, bitte? Willst du einen Schluck? Dann hol erstmal unsere zweite Rezeptur, die wir für heute brauchen werden. Denn das hier ist unsere erste Zutat für unser erstes heutiges Experiment. Denn wir haben nämlich schlau genug aus dem Internet 6 Kilogramm extremes Trockeneis. Nitroglycerin. Trockeneis zu bestellen. Zeig mal das Trockeneis von innen. So sieht das aus. Wir haben damit schon unsere Kürbisse im Kürbisvideo tatsächlich zum Rauchen gebracht. Falls ihr das mal sehen wollt, dieses Rauchvideo mit den Kürbissen, schaut auf jeden Fall in die Videovorschläge rein. Das wird euch hundertprozentig vorgeschlagen. Pass auf. Nicht zu Hause nachmachen. Okay, also man darf es nicht lange berühren. Es ist nämlich... Oh. Okay, es ist extrem kalt. Du darfst es nicht lange berühren. Wenn du es zu lange berührst, dann bleibt es an deiner Haut hängen. Okay. Das ist halt auch echt nicht einfach, das abzukriegen dann. Ne? Brauchst du das in den Mund zu nehmen kurz? Ich weiß nicht. Ich trau mich. Macht es auf gar keinen Fall nach. Wenn ihr sowas mal finden solltet, wir sind professionelle Trottel, okay? Wir haben das schon öfters gemacht und wir haben hier Sicherheitsvorkehrungen, okay? Oh, ich kann es nicht mal länger in der Hand halten. So, drück drauf. Meine Zunge. Die bitzelt so. Ja, meine Zunge bitzelt. Ich glaube, da ist irgendwas Gefährliches noch mit drin. Tut es auf gar keinen Fall. So, und zwar kann man nämlich dieses Trockeneis leicht zum Rauchen bringen. Was für ein Sound das hat. Und zwar werden wir nämlich einmal diese Fanta Exotic hier reinschütten. Wir werden jetzt hier erstmal den nicen Sip hier reinmachen. Ne? Hier reinmachen und der letzte Schluck ist dann unseren großen Fan. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, da stimmt echt was nicht. Das Interessante wird jetzt sein, was passiert, wenn wir in diese Fanta Exotic eine von diesen Dingern reinschmeißen. Schauen wir mal mit rein. Bist du bereit? Nein, doch. Hey, du hast mir die dreckigen gegeben. Ich weiß. Du hast extra meine angezogen, weil meine waren sauber und du hast die hier dreckig gemacht. Ah, warte mal. Wir haben doch eine Zange. Also, nehmen wir mal erstmal eine. Ein einziges. Oh, guck mal, wie das... Da kommt richtig viel raus. Das ist der Mundgeruch. Das ist der Mundgeruch. Bist du bereit, Mann? Ich leg rein. Drei. Warte, Sicherheitsvorkehrung. Oh mein Gott, das ist drin. What? Oh mein Gott, da entstehen so Blubberblasen. Hört euch das mal an. Fanta Exotic in ultrakalt. Man sieht da sogar diese Blubberblasen ganz kurz. Oh. Willst du noch einen Schluck trinken davon? Ey, ich weiß nicht, glaubst du, sowas darf man trinken? Nee, ich glaube nicht. Wollen wir mal richtig viel reinmachen? Warte, nein, immer so viel? Immer. So viel? Oh, es ist kalt. Lass mal noch ein zweites mit dazu packen. So. Der ganze Raum riecht jetzt nach diesem Zeug. Oh mein Gott. Machen wir mal dasselbe Beispiel und schütten das jetzt mal kurz weg. Oh mein Gott, guck mal, ich kann sogar den Rauch einfach nur da reinschütten. Oh, das riecht mega krass. Das riecht mega intensiv hier. Okay. Guck mal, das pufft so. Siehst du es? Oh, da entstehen jetzt voll die großen Blasen einfach. Oh mein Gott, da diese Stäbe. Die rauchen einfach. Oh mein Gott. Wir probieren jetzt mal ein anderes Getränk aus und gucken mal, ob das bei einem anderen Getränk irgendwie anders aussieht. Deine Zunge immer noch? Nee. Meine schon. Machen wir weiter. Willst du, also wir machen jetzt nur noch einen Sip. Entweder Capri-Sonne Bubbles oder wir machen mal so Vitamin-Drink. Lass mal so ohne Bubbles. Okay, ohne Bubbles, einfach nur ein Vitamin-Drink. Probieren wir es aus. Sind es auch genau 500 Milliliter, wie versprochen? Sind es 500? Doch, sind es, ja doch. Genau 500 Milliliter? Ja, exakt. Oh, guck mal, genau 500 bieten die an. Ich würde mal sagen... Und jetzt hauen wir das Ding da rein, oder? Jetzt hauen wir richtig viele rein. Okay, darf ich? Okay, mach mal richtig viele rein. Das ist so dumm. Okay. Ah, guck mal, wie groß der ist. Ja, Mann, der ist riesengroß. Alter, ja doch, die sind schon richtig kalt, die Sachen. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Oh mein Gott. Wow! Oh mein Gott, das sprudelt über. Blubbert über. Es blubbert über. Oh mein Gott, es blubbert alles über. Oh nein!
Voll geil. Okay, okay, okay. Oh, der spritzt, der spritzt. Der spritzt richtig weit, warte. Ah, der spritzt, der spritzt. Oh nein. Lass ein Schutzschild drumherum bauen. Du hast so viel reingemacht. Wir haben einen Vulkan gebaut, seht ihr das? Okay. Oh, das riecht voll geil jetzt hier drin. Hier riecht jetzt der ganze Raum nach Multivitamin. Das ist cool. Das Ganze scheint ganz schön kalt zu werden. Okay, da hilft es, den Sauerstoff wegzunehmen. Okay, ich nehme das mal langsam wieder ab. Guck mal, es ist nicht mehr so aggressiv, wie es gerade eben war. Der ganze Tisch wird jetzt klebrig sein. Oh. Das ist festgefroren. Das ist festgefroren? Zieh es mal ab. Oh mein Gott. Das ist einfach festgefroren. Ist da drauf. Okay. Oh mein Gott, dieses Glas ist richtig kalt. Wir müssen das mit den Handschuhen jetzt schon anfassen. Das ist so kalt, dieses Glas. Wegschütten? Ja, schütz mal weg. Hört mal. Schütz einfach hier rein. Schütz rein, schütz rein. Alter, das ist so slush jetzt. Guck mal. Es ist echt slush geworden. Du musst schneller schütten. Nein, das ist unten eingefroren, Mann. Lars, das ist viel zu viel. Unser Glas ist, glaube ich, auch kaputt. Oh, unser Glas ist hier unten festgefroren. Wir müssen jetzt sofort Wärme drauf machen. Los, schnell, wir müssen ins Bad. Okay, Leute, wir sind gleich wieder da. Leute, das war, wie man nicht mit Trockeneis umgeht. Deswegen, Leute, macht das nicht nach. Hä? Ah, das musst du erstmal aufmachen. Denn jetzt haben wir tatsächlich was gemacht, was wir unbedingt mal ausprobieren wollten, weil wir das selber noch nie gemacht hatten und das bisher auch noch nicht gesehen haben. Und jetzt wollen wir mal sehen, was passiert, wenn wir so eine Seifenblasenflüssigkeit nehmen und die einfach mal hier reinfüllen? Oh mein Gott. 2 Euro, wenn du das trinkst. Das trinken wir heute nicht, vielleicht morgen. Wir haben jetzt hier die Seifenblasenflüssigkeit drin. Jetzt ist natürlich interessant, was passiert, wenn wir da unser Trockeneis reinschmeißen, Leute. Wir nehmen mal einen und legen rein. Es fängt an zu blubbern. Aber die Blubberblasen da drin, jetzt steigen. Die steigen. Die werden größer. Soll ich mehr reinmachen? Okay. Oh. Warte. Lol. Ja, genau. Oh, was? Schaut euch das an. Oh, die sind alle mit Rauch gefüllt. Soll ich mal noch mal reinwerfen? Sache, guck mal. Guck mal, Achtung. Lars, ich glaube, wir haben ein Problem. Oh ja. Oh. Okay, pass auf. Wir müssen. Alter, wie geil das aussieht. Guckt euch das mal an. Guck mal, wenn man die kaputt macht in der Hand, dann hast du Rauch in den Händen, ne? Aber auch Schaum. Oh, die sind voll schwer. Oha! Warte, du musst aufpassen, dass es nicht hier runterläuft. Hol einen Lappen oder so. Okay, ich leg mich kurz auf den Boden. Wir legen jetzt hier nochmal ein bisschen was rein. Und jetzt gucken wir mal kurz, ob wir da nochmal ein bisschen was mit Luft reinbekommen. Oh. Lol. Alter, die Sachen funktionieren richtig gut. Bereit? Ja, mach auf. Nein, es ist unten wieder alles eingefroren. Ja. Okay, Leute. Das ist wie Schnee jetzt. Fass es mal an. Ist wie Schnee? Guck mal. Hey, wir haben Schnee gemacht, Mann. Ja. Leute, wir räumen hier kurz auf und dann geht's weiter mit der gefährlichen Situation. Oh Gott. Okay. Wir kommen jetzt an einen Punkt, wo wir tatsächlich mit Brille aufnehmen müssen. Denkst du, ich kann meine anlassen? Ich weiß es nicht, aber komm, zieh eine Brille über die Brille. Du schaffst das. Weil jetzt sieht es nämlich so aus, dass wir auf absolute Sicherheit gehen. Absolute Sicherheit. Und diese Sicherheit ist dadurch gewährleistet, weil wir nämlich jetzt mit dem hier arbeiten werden. Denn das ist Aceton. Wenn ihr Nagellack verwendet, verwendet ihr das meistens immer, um eure Nagellecke zu entfernen. Genau. Das heißt also, dieses Zeug hilft uns aber dabei, Sachen einzufrieren. Deswegen legen wir los. Ich schütt ein. Ja, okay, ich glaube, das reicht. 400 Milliliter, glaube ich. Gut, mach zu. Oh Gott, das wird so spannend. Was wir jetzt tun werden, ist, dass wir dieses Aceton jetzt richtig kalt machen werden. Und dann die Kälte des Acetons nutzen werden, um Dinge einzufrieren. Wir holen jetzt kurz unsere Sachen her, die wir euch präsentieren werden, die wir heute einfrieren werden. Nummer 1. Die ganz klassische Wurst. Als erstes werden wir so eine wabbelige Wurst hier. Ja, hör auf. Die ist echt richtig wabbelig. Guck mal, hallo Lars. Ey, mit Essen spielt man nicht. Wie viel lege ich rein? Legen wir erst mal einen rein. Oh mein Gott. Was? Das ist nicht gefährlich, oder? Weiß ich nicht, Mann. Okay, das wird jetzt kälter. Das ist unnormal kalt. Echt? Okay, wir stecken das Würstchen rein und checken, was passiert. Ich lege nochmal so ein Ding nach. Noch ist es am Wackeln.
Okay. Oh mein Gott. Pass bloß auf. Okay, soll ich es rausholen? Zeig mal her. Okay. Ist es hart geworden? Alter. Es ist gar nicht eingefroren. Komm her, ich mache mehr rein. Okay, aufpassen. Jetzt haben wir überall. Aber jetzt ist es gefroren. Ist es gefroren? Mach mehr rein, mach rein, mach rein. Okay, wir müssen aufpassen. Oh Gott. Wie oft haben wir diesen Tisch heute schon sauber gemacht? Dieser Tisch, der tut mir richtig leid. Oh, es ist geschafft. Oh mein Gott, du hast es geschafft. Versuch's mal kaputt zu schlagen. Warte. Oh mein Gott. Ich versuche die Wurst kaputt zu schlagen. Oh nein, hat nicht funktioniert. Gut, das war der Wurst-Check. Gut, wir probieren jetzt was anderes aus. Jetzt kommt das, was alle Leute eigentlich gerne sehen wollen. Das Würstchen war nur der Test. Wir haben nämlich ein paar... Oh, mon ami, Mission. Wir haben Plastiktüten. Eine Plastiktüte. Und dazwischen diese Rosen, die schmeißen wir aber weg. Okay, das wird hart, Mann. Du steckst rein. Guck mal, wie krass das jetzt hier schon so eisig. Nimm mal die hier und steck die gleich rein. Ready. Wir legen los. 3 zu 1. Oh nein. Okay. Halt rein, halt rein. Ey, das bröselt schon, das bröselt schon. Ist sie kalt? Ich glaube schon, Mann. Probier's aus. Was? Oh mein Gott! Hau drauf. Oh mein Gott, was? Voll knusprig. Oh, die ganze Rose ist eingefroren. Hey, lass mal noch eine machen. Ja, let's go. Halt rein. Oh, wie schnell das geht. Ist sie jetzt schon kalt? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Hau drauf. Es probieren. Oh, guck mal, wie schön die aussieht. Und jetzt. Oh mein Gott, niemals. Sieht voll unecht aus, gell? Oh mein Gott, wirklich? Okay, lass noch mal was einfrieren, lass noch was einfrieren. Okay, steck einfach den ganzen Blumenkranz rein. Okay, leg rein, alle auf einmal. Oh, halt rein. Die schießen nach oben. 3, 2, 1, wir holen raus. Ich hau die jetzt auf den Tisch. Okay. Oh mein Gott. Was? Schau dir das an, wie die Rosen aussehen. Oh mein Gott. Wahnsinn. Niemals. Guck mal, das sind Rosen gewesen. Das ist so viel Dreck. Ich glaube, das hat jetzt diese niedrigste Temperatur erreicht. Okay, wir machen weiter. Ein Gummiwurm. Ich gebe vielleicht noch ein bisschen was dazu. Oh mein Gott. Was? Hol mal den einen Gummiwurm raus. Guck dir das an. Was? Ich glaub, du kannst ihn jetzt durchbrechen. Glaubst du, ich kann ihn durchbrechen? Safe. Ja! Oh mein Gott! Den kann man gar nicht mehr essen. Guck mal. Oh, der bricht jetzt überall, Mann. Wie viele Gummiwürmer hast du jetzt einmal? Alle. Oh! Alter, das ist wie Glas, gell? Das ist wie Glas jetzt auf einmal. Oh mein Gott. Machen wir den Käse als nächstes? Ich würde gerne den Käse machen. Ich mach's mit dem Finger. Okay, leg's rein. Also, der wird jetzt Hälfte labbrig sein und Hälfte hart. 3, 2, 1. Oh mein Gott, guck dir mal die Farbe an. Soll ich ihn mal komplett reinlegen? Ja, mach mal komplett rein. Okay. Oh. Hört ihn euch an. Ein geiler Käse. Ah, hau so. Mal mit dem Hammer drauf. 3, 2, 1. Oh nein, der arme Käse. Das erinnert an so ein Stück Plastik, gell? Ja, Mann, das ist echt ein Stück Plastik. Komm, schmeißen wir mal ein paar Brombeeren rein, oder? Oh, oh mein Gott! Achso, das hilft ja gar nichts. Oh mein Gott, guck mal, wie das zischt. Hört euch das mal an. Ey, die Farbe davon. Schau mal da rein. Warte, ich hol einen raus, ich hol einen raus. Hä? Die ist lila geworden. Warte mal, lass mal mehr rausholen. Okay. Die sind blau geworden, statt so schwarz zu sein. Die haben ihre Pigmente verloren. Die haben verloren. Ihre Identität verloren. Die haben ihre Identität verloren, klar. Okay, soll ich mal draufhauen? Mach mal. Nicht zu stark. Was? Die ist explodiert einfach. Nochmal? Ja, hau drauf. Warte, ich mich. Oh. Alter. Ah, ich hab was in den Haaren. Also, wollen wir noch ein Melonenstück hier holen? Guck mal, so ein Melonenstück. Schön flexibel. Rinder. So. Drück rein. Alter, das ist jetzt schon voll kalt. Guck dir das an. Guck mal, wie die jetzt aussieht. Soll ich sie mal durchbrechen? Brech durch. Wetten wir, das kriegst du nicht hin. Ah, nee, die ist jetzt, die ist wie Schnee geworden. Ah, doch. Oh mein Gott.
So, ich glaube, wir haben jetzt alles eingefroren, was man einfrieren kann. Jetzt kommt zu guter Allerletzt unser Finger. Wir sind hier, glaube ich, gerade bei minus 80 Grad oder sowas. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Der Hammer-Test. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir sind für heute erstmal fertig. Wir schütten das jetzt weg. Das war's, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Sieht's hier aus. Wir müssen aufräumen und wir müssen einen neuen Teppich kaufen. Haut rein, Leute. Ciao.